lieber Andrea, ich freue mich sehr, dass wir jetzt Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen über dich und dein Wirken am ISB, über dich als Lehrtrainerin und über deinen Weg. Und ich habe mir natürlich auch zu dir Gedanken gemacht, was verbinde ich mit dir? Und wenn ich an unsere vielen Gespräche denke, dann fällt mir natürlich, würde ich fast sagen, dein Thema ein, Beratungsansätze zusammenzubringen, also dein Herzensthema, wie ich es wahrnehme, integrative Beratung. Weil ich dich da schon seit vielen Jahren als sehr leidenschaftlich erlebe, Gräben zu überwinden, Welten zusammenzuführen und eben auch Beratungsansätze zusammenzuführen. Kannst du dich damit anfreunden? Passt es zu dir aus deiner Wahrnehmung, aus deiner eigenen Sicht auf dich? Ich habe manchmal sogar den Eindruck, ich trage es hier gebetsmühlenartig durch die Welt. Also ja, es passt. Und das ist ein sehr treffendes Beispiel. Ich glaube, Herzensthema in professioneller Hinsicht, wenn ich das so versuche zu formulieren, dann ist es tatsächlich scheinbare Gegensätze miteinander zu verbinden. Und in der professionellen Ausrichtung ist es halt integrative Beratung. Erfreulicherweise gibt es dafür ja ein Wort. Und das bedeutet eigentlich die dritte Seite der Medaille. Was heißt denn das in deiner Arbeit, sowohl als Lehrtrainerin hier am ISB als auch in deinen sonstigen Kontexten als Beraterin und Coach? Worin zeigt sich das, wie du da mit diesen verschiedenen Ansätzen arbeitest? In meiner Arbeit ist es häufig, dass ich versuche, Fragestellungen zu verändern. Also man nimmt mich wahr aus meiner eigenen Sozialisierung heraus häufig noch als klassische Beraterin. Natürlich ist das auch ein Background, der dann da bewusst gesucht, angesprochen, fokussiert wird. Und dann komme ich durch die Tür und sage, ja, kann ich, mache ich. Und ich hätte aber gern noch was, was ich dazu tue. Und das ist dann der spannende Moment, weil das für viele Auftraggeber dann auch Neuland ist. Zu sagen, ja, es geht natürlich am Ende um Leistung und ja, wir wollen hier irgendeine Art von Leistung hervorbringen, verbessern, optimieren, wie auch immer. Und um das zu tun, reicht es aber nicht aus, immer nur an diesen Leistungsparametern zu schrauben und zu gucken, wie kann ich und KPIs und Performance und Kurven und weiß ich nicht was, sondern da fehlt noch eine Zutat und die heißt halt Mensch. Wenn du mal auf die Seite des Lehrtrainerdaseins schaust, in den Curricula-Gruppen, wie drückt sich das da aus? Da bin ich total happy zu erleben, dass es häufig auch da komplettes Neuland ist, was ich da reintrage, wenn ich sage, das sind zwei Seiten, die gehören zusammen, guckt es euch an, ich bin ein lebendes Beispiel dafür. Dann kommt erst so dieses, aha, so ein bisschen Ratter, Ratter, Grübel, Grübel. Und nach diesen 3 Tagen ist das bei allen oder bei ganz vielen so selbstverständlich eingeflossen, dass das, glaube ich, keine wirkliche Frage mehr ist und dass ich mit echter Freude erlebe, dass die sagen, ja, jetzt verstehe ich, warum die letzten 3 Change-Prozesse bei uns im Haus nicht gut gelaufen sind oder, ah, jetzt verstehe ich, warum ich mich da um einen Kreis drehe und warum das alles nicht wirksam ist. Und jetzt habe ich einfach einen Zugewinn an Perspektiven und an Betrachtungsweisen und jetzt laufe ich damit rum und setze das gleich übermorgen um. Mehr geht nicht. Wie waren deine Lernwege? Erzähl uns ein bisschen, wie das vielleicht auch dazu kam, dass du heute dafür so brennst. In meiner Ursprungsprofession bin ich Ingenieurin. Und Ingenieure arbeiten halt üblicherweise an Ingenieursthemen. Das passierte bei mir schon mal nicht, weil ich nach dem Studium zu einer Unternehmensberatung gegangen bin, zu einer der Big Four. Und was man damit bekommt, ist halt eine entsprechende Sozialisierung. Zum einen war es bei mir dann die kaufmännische zusätzliche Komponente. Zum anderen war es aber auch die Sozialisierung, wie machen wir Beratung? Und das heißt, morgens um 9 kommen 10 Leute im schwarzen Anzug und übernehmen eine Etage einer Firma. Und nach 2 Wochen ist in diesem Unternehmen kein Stein mehr auf dem anderen. Und das waren in der Tat auch meine ersten Beratungsprojekte als junge Consultant. Und die haben mich durchgerüttelt, wo ich schon so dachte, boah, ihr macht das hier alle so, dann macht man das wohl so, aber mir geht es dabei schon nur so semi-gut. Und wenn ich sehe, wie es jetzt hier diesen Mitarbeitern geht, mit denen wir hier so umgehen, uff. So, und das war ein Gefühl, das hat sich
natürlich über die nächsten Jahre dann verfestigt, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich finde diese Arbeit noch wichtig. Es ist auch eine Fachlichkeit da drin. Meine Ausrichtung sind halt Restrukturierungsthemen, zum Teil auch forensische Themen. Das ist Wirtschaftskriminalität, das ist noch wieder ein bisschen eine Bandage härter. Ja, die Arbeit ist wichtig, aber es muss anders gehen. Wieder die dritte Seite der Medaille. Ja, und so bin ich nach Wiesloch gekommen und das ist für mich tatsächlich berufliche Heimat geworden, weil es fügen sich Dinge zusammen. Aber auch nicht zu Anfang. Also für mich war das durchaus auch ein schmerzhafter Prozess. Erstmal so dieses Gefühl, ich bin so ein buntes Huhn und habe hier irgendwie keinen roten Faden. Und das zu einem Teppich zu verweben, wo mir dann irgendwann klar wurde, doch, genau das ist der rote Faden. Und das ist gut so und das gehört zusammen. Und jetzt weiß ich, warum das alles Sinn gemacht hat. Und jetzt weiß ich, was ich damit tun will. Das hat gedauert. Das schlägt ja auch nochmal so die Brücke in die Curricula-Gruppen rein. Wovon profitieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Besonderen in der Arbeit mit dir als Lehrtrainerin? Wenn es gut läuft, können sie sich ein bisschen Abkürzung gönnen. Wenn sie selber an diesen Punkten hadern mit, mache ich so rum oder so rum. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass man Dinge zusammenfügen kann und dass manches Sinn macht, auch wenn es vielleicht noch nicht jeder versteht am Markt. Wenn du auf unsere Profession von Beratung, von Coaching aus jetzt eher einer systemischen, ISB geprägten Richtung schaust, was würdest du so als die Entwicklung beschreiben? Wir in 10 Jahren, wohin entwickelt sich das Ganze? Wir in 10 Jahren, wir führen dieses Gespräch so gar nicht mehr. Da ist es so klar, dass Beratung so funktioniert und alle fragen sich, warum es früher denn mal anders war. Das ist mein Wunsch und da arbeite ich dran. An der dritten Seite der Medaille. Vielen Dank. Ich danke dir.